Sieger in der Kategorie Bildung und Innovation ist das Marcel Breuer Oberstufenzentrum für Holz, Glastechnik und Design. Seit über 100 Jahren bestimmen die Kastendoppelfenster die Optik der Berliner Altbauten. Aber die wenigsten der über 1 Million Fenster sind gut erhalten. Dass eine energetische Sanierung nicht nur aus ästhetischen Gründen sinnvoll ist, wird den angehenden Tischlern im Berufsschulunterricht vermittelt. So können über 20% der Heizkosten gespart werden und auch der CO2-Ausstoß verringert sich um ein Fünftel. Die fachgerecht aufgearbeiteten Kastendoppelfenster amortisieren sich nach etwa 10 Jahren. Die Ästhetik im Stadtbild wird erhalten, Energie wird gespart und auf die angehenden Tischler wartet viel Arbeit. Eine gute Alternative zu fabrikmäßig gefertigten Plastikfenstern. Deshalb ist der Sieger in der Kategorie Bildung und Innovation das Marcel Breuer Oberstufenzentrum.